Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr schneller Videos schneiden könnt und dies mit 5 einfachen Tastatur-Shortcuts. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, diese Shortcuts sind eigentlich sehr einfach zu handhaben. Ich habe jetzt hier mal meine Timeline und der erste Shortcut ist die Taste L auf meiner Tastatur. Wenn ich diese klicke, fängt das ganze Video an abzuspielen. Wenn ich ein weiteres Mal L drücke, wird es ein bisschen schneller. Wenn ich nochmals L drücke, wird es noch schneller und so weiter und so fort, bis es relativ schnell fährt. Die Taste L ist also nach vorne abspielen, also in Richtung Ende von meinen hier in der Timeline liegenden Videoclips. Die zweite Taste, die ich euch vorstellen möchte, ist die gleich links daneben, das ist die Taste K. Wenn ich diese drücke, dann stoppt das Video. Wenn ich wieder L drücke, fährt es weiter, K stoppt es wieder, L weiter, K stoppt es. Die dritte Taste ist die noch eine Taste daneben, nämlich die J-Taste. Wenn ich diese drücke, fährt das Ganze rückwärts. Ich kann jetzt also hier die Steuerung von meinem Schnitt mit den Tasten J, K und L. J nach links in der Timeline, K stoppen, L nach rechts in der Timeline. Und jeweils ein Mehrfachdruck auf die Taste J oder L lässt den Playhead schneller in die jeweilige Richtung fahren. Dann kommen wir zu zwei weiteren Tastatur-Shortcuts. Und zwar hier oben die Taste Q und W. Wenn ich schneiden möchte, gehe ich hier drüben auf die Rasierklinge, klicke dann hier drauf, gehe wieder nach oben, wechsle wieder zum Cursor, klicke das an, mache Lösche. Löschen oder hier gleich löschen und Lücke schließen, Ripple, dann wird mir das gelöscht. Das ist relativ kompliziert, auch das geht mit einem Tastaturkürzel relativ einfach. Ich gehe hier nochmals zurück, nämlich indem ich hier die Tasten Q und W verwende. Die Taste W löscht mir das, was rechts hier von meinem Playhead sitzt. Und die Taste Q löscht mir das, was links von meinem Playhead sitzt. Wenn ich jetzt dieses kurze Stücklein wie vorher hier schneiden will, dann drücke ich einfach W, bam, und schon ist dieser Teil, der rechts von meinem Playhead hier sitzt, weg. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das hier schneiden möchte, also auf die linke Seite, drücke ich Q und schon habe ich hier, wenn ich das wieder abspiele mit L, habe ich das so im Bild. Wenn ich jetzt hier weitermachen will, stoppe ich wieder hier mit K und ich will jetzt das rechts von meinem Playhead löschen, drücke ich wieder W und schon ist dieser Clip auch geschnitten und ich kann so schnell und einfach vor, zurück stoppen, Schnitt links, Schnitt rechts machen und das vereinfacht und beschleunigt mein Schneiden in der Timeline sehr. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr hier auf meinem Kanal. Vergesst doch nicht auch die Glocke zu abonnieren, damit ihr eine Message erhaltet, wenn ich ein neues Video hochlade. Wir sehen uns dann sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!